Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und wir wollen jetzt auf Fenstern zeichnen. Was brauchen wir in echt, dass wir auf Fenstern, also Fenstern, was brauchen wir in echt, dass wir zeichnen können? Nicht auf Fenstern. Fingerfarben, Fensterfarben gibt's, Window Color. kennt man wahrscheinlich. Aber was braucht man zum Zeichnen oder zum Malen? Eine Zettel, eine Art Leinwand. Diese Zettel oder Art Leinwand, das heißt im C# oder in dem .NET SDK Graphics Objekt. Also wir haben ein Graphics Objekt. Auf dem zeichnen wir. Das ist das, auf das ist unsere Leinwand praktisch. Das schreibe ich gleich hin. Das entspricht einer Leinwand. Der Anführungszeichen. Leinwand. Ja? Wie kommen wir zu einer Leinwand? Nun, einerseits können wir so ein Graphics-Objekt anlegen. Ja? Das ist, kann selber angelegt werden. Oder es ist ja so, ja, dass unser Fenster, das hat er schon allein und das zeigt es uns ja die ganze Zeit. Da, das ist, so schaue ich aus, schau, ja, da hat mich ja gemalt. Ein Fenster, das malt ja auch irgendwer. Ja, das System malt ein Fenster und das muss er schon eine Leinwand haben. Und jetzt kann man praktisch vor jedem Steuerelement diese Leinwand krallen, ja, und auf das drauf zeichnen. Okay? Oder so ein Graphics-Objekt kann nämlich, das ist eher der übliche Weg, ja, kann das Graphics-Objekt eine Steuerelemente sein. Ausbauen der Leinwand. Das machen wir. Ja. So ein Objekt, wenn das auf dem Bildschirm dargestellt wird, wird ein Ereignis aufgerufen. Dieses Ereignis heißt Paint. Ja. Es gibt ein Paint-Ereignis. Ja. Das heißt so, Paint-Ereignis wird aufgerufen. Wenn ein Steuerelement gezeichnet wird. Und da gibt es Paint Event Arcs, die kommen da rein in die Methode, wenn ich die programmiere. Das schauen wir uns am besten noch am Computer an. Aber wenn ich die programmiere, dann kann ich zugreifen auf diese Paint Event Arcs heißt es. Paint-Ereignis-Argumente, ja, und da gibt es drin einen Unterpunkt, der heißt Graphics. Und wenn ich auf den zugreife, dann greife ich praktisch auf die Leinwand von diesem Steuerelement zu. Also ich programmiere ein Paint-Ereignis, ja, von einem Steuerelement, passt. Und greife dort damit auf die Leinwand zu. Was brauche ich noch? Ich brauche einen Stift. Ja, Stift heißt Pen-Objekt. Das Pen-Objekt ist ein Stift. Für das Zeichnen von Linien, Rechtecken, Formen, Kurven, also Stift, sowas. Werden wir uns darum kümmern, Stift hat verschiedene Eigenschaften auch, dieses Objekt, Farben, wird es ein eigenes Video dazu geben, später. Ja, Pen-Objekt. Dann
wenn ich nicht nur eine Linie zeichnen will, sondern eine ganze Fläche ausmalen, dann nehme ich keinen Stift. Ich nehme einen Pinsel. Und genauso gibt es noch ein Brush-Objekt. So, Pinsel. Für das Anmalen von ganzen Bereichen. Ja, und da geht es um Flächen. Das macht das Brush-Objekt. Gut, und worauf zeichne ich? Zeichne du auf den Graphics-Objekt. Okay? Graphics-Objekt, da zeichnen die. Was gibt es da für Methoden? Schauen wir uns das an, Graphics-Methoden, ein paar ausgewählte. Gibt es ein paar ausgewählte Graphics-Methoden. Eine Sache ist einmal clear. Ja? Clear. Eine Sache ist klar, clear. Clear-Methode. Muss ich noch einen Color-Wert hinzufügen. Das Clear, das löscht einen ganzen Bereich. Das ist das Erste, was ich beibringe. Graphics-Objekt, Tabula Rasa, löschen, Clear und Color. Gehen wir an. Color ist eine Struktur. Und in der Struktur gibt es A-Werte, R-Werte, G-Werte und B-Werte. Das ist Rot, Grün, Blau. Ja? Das sind immer Werte zwischen 0 und 255. Ja, zwischen 0 und 255. Und das A ist der Alpha-Wert, das 0 ist 255. Das ist praktisch, wie durchscheinend das ist. 0 ist komplett durchsichtig, 255 ist komplett deckend. Ja, Rot, Grün, Blau gibt eine Mischung. So suche ich meine Farbe aus. Ja. Was gibt es dann noch für Methoden? Nun, es gibt zum Beispiel die Methode DrawLine. Die braucht einen Pen, einen Stift, ja, eine Pen, irgendein Pen-Objekt, ja, mit dem ich das zeichnen will. Dann haben wir da eine Start-X- und eine Start-Y-Koordinate. Das ist, links oben ist 0, 0 und rechts oben ist, was ich, also X, Y, das ist komisch, dass das von oben weggeht, aber das ist halt bei den Fenstern so. Ja. Und dann gibt es ein Ziel X und ein Ziel Y Koordinate. Ja. Und da zeichnen wir schon eine Linie von dem Punkt zu dem Punkt. Draw Line. Ja. Dann gibt es ein Rectangle, Draw Rectangle. Braucht man auch einen Stift natürlich, für ein Rechteck braucht man auch einen Stift. Man braucht eine linke obere Ecke, ja, also SX, Startpunkt praktisch, ja. Und was hat ein Rechteck noch? Ein Rechteck hat nur eine Breite und eine Höhe, B und H. An diese Position zeichnet es ein Rechteck. Draw Rectangle. Draw-Ellipse gibt es zum Beispiel noch. Ich mache jetzt nur ein paar Beispiele. Auch für eine Ellipse brauchen wir wohl einen Stift. Auch eine Ellipse hat irgendwo einen Startwert, wo sie beginnt. Und was man eigentlich angibt bei der Ellipse in diesem Fall, wenn man es so angeben will, ist die Breite und die Höhe auch, also praktisch das umschreibende Rechteck, ja, B und H. Ellipse. Ellipse. Dann machen wir noch einen String. Gehen wir auch schreiben. Also wenn wir einen Text ausgeben wollen, können wir sagen Draw String. Was brauchen wir für einen String? Nur wir brauchen einmal, was wir hinschreiben wollen. Einen String. Ja? Das ist die Zeichenkette. Da kann halt irgendwas drinstehen. Ja? Dann brauchen wir eine Schriftart, einen Font. Das ist ebenfalls ein Objekt. Ja? Ja, da steht halt drin, das Areal,
die Größe, Fett, Kursiv, das kann man da rein. Ja. Dann ein String wird mit einem Brush gezeichnet. Ja. Und dann brauchen wir nur eine Struktur, die heißt PointDef. Wo das hinkommt, ist auch eine Struktur. Und die hat ja die X- und Y-Werte drin, also Punkt definiert das. Ja. Punkt, passt, da kommt der String hin, der Text hin. Was ist, wenn ich nicht nur Linien zeichnen will? Was ist, wenn ich zum Beispiel ein ausgefülltes Rechteck zeichnen will? Ja, dann darf ich nicht Draw Rectangle nehmen, sondern da gibt es nämlich auch zum Beispiel ein Fill Rectangle. Funktioniert aber genauso wie das Draw. Das einzige Unterschied, ich nehme kein Pen, sondern einen Brush. Ja, wie gesagt, zum Ausfüllen nehme ich Brushes und keinen Stift. Ansonsten ist die Struktur gleich. Ja, gibt es übrigens auch viel Ellipse. Ja. Dann nehmen wir einen Brush natürlich. Fürs Ausmalen nehmen wir Pinseln. Und wieder Start X, Start Y, Breite, Höhe. So machen wir das. Ja. Das sind nur einige Beispiele. Einige Beispiele. So können wir praktisch zeichnen auf unserer Leinwand, auf unserem Graphics-Objekt, was wir uns vor dem Fenster oder vor dem Steuerelement krallen, auf dem wir herumzeichnen wollen. Wir werden das im nächsten Video als Beispiel machen. Okay, nächstes Video, Beispiel, wie zeichnen wir da was? Ja, wenn wir in unser Fenster, was nicht, ein linear Rechteck, werden wir hineinzeichnen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.